Hallo und willkommen zurück. Und ja, es ist eigentlich kurios, meine PlayStation ist gerade ausgegangen wegen Überhitzung. Deshalb ist die letzte Aufnahme dann leider für die Katz gewesen. Was komisch ist, ist noch nie passiert. Und sie ist auch nicht so heiß, ne? Ich muss mal nach dem Lüfter schauen. So, auf jeden Fall haben wir Holtby verkauft. Und Stankovic müssen wir noch verhandeln. Auf jeden Fall haben wir das erste Spiel gegen Galatasaray 2-1 gewonnen und das zweite Spiel haben wir unentschieden gespielt. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum das dann hier abgeschmiert ist. Weil so heiß ist es echt nicht. Ich habe auch geschaut direkt, ob die PlayStation heiß ist. Die ist auch nicht heiß. Dass vielleicht irgendwas am Lüfter wäre. Naja, schauen wir mal. So, jetzt lassen wir gerade mal noch das letzte Spiel machen und dann simulieren wir schnell zur Liga und können da noch ein Spiel machen. Oder das machen wir dann vielleicht auch in der nächsten Folge. Schauen wir mal. Was wollte ich jetzt schauen? Ah ja, wie viel Geld wir haben. 29 Millionen. Da können wir auch mal wieder drauf schielen, ob wir vielleicht einen von den beiden jetzt bekommen. So, wir lassen es mal simulieren. Wie gesagt, die anderen sind ja leider, die Aufnahmen sind ja leider weg. Gekillt. Aber was willst du machen? War jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe es sah per Schnellsimulation, also so wie jetzt, Der also per Startschuss für Ihre Simulation dritte spielen Partie gelassen. in dieser Gruppe ist erfolgt. Und wir hoffen alle auf ein Wir unterhaltsames müssen, Spiel. glaube ich, ich weiß gar nicht, was wir Mitrovic. müssen. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Er trifft den Pfosten. Boah, schade. Ich glaube, wir könnten sogar theoretisch verlieren, je nachdem, wie die anderen spielen. Wir haben einen Sieg, einen Salif Sané. Unentschieden. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Und damit ist der Ball weg. Ballinia. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass wir unentschieden spielen oder gewinnen. Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Erst gehalten und dann Pfosten. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Ball wieder zurück. Jetzt zieht er in die Mitte. Ist hier immer noch am Ball. Sie lassen den Ball gut laufen. Dejan Jovetic. Was für eine Parade! Mit einem Hechtsprung. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Milos Pantovic. Oh, Pantovic. Schönes Pressing jetzt. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Er spielt den Pass zurück. Er versucht's. Vielleicht die Tor. Führung jetzt. Tor Nummer 1 in dieser Jovetic. Partie. Die verdiente Führung. Ja, es läuft für sie. Haben die Partie im Griff. Bisher haben ja nur die Tore gefehlt. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Na, ja, wenn es so bleibt, sieht es Klasse schon mal gar nicht schlecht aufgepasst. Er aus. kommt an den Ball. Dann gibt es noch mal ein paar Millionen. Mitrovic. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Ecke, jetzt wird's gefährlich. Kann er was draus machen? Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Jawohl, ist schon Und mal zur Halbzeit. Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1 zu 0. Ah, Friedrich darf mal auf rechts. Mal Alle schauen, wie er sich Spieler da sind macht. zurück aus der Kabine. Kann weitergehen. Und dann haben wir die Gruppenphase bald auch schon geschafft. Ballinia. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Giovane Cabral.
Der Ball kommt wieder zurück. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Ballinha, schöner Pass. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Kommt jetzt die Flanke? Moment, ich muss mal kurz ausstöpseln. Ballinha, klasse Pass. Da erobert er den Ball. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Ungefährliche Aktion, kein Problem für den Torwart. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Macht er ihn. Gut abgeblockt. Der Ball ist drin. Er ist erst seit ein paar Minuten drauf und schon macht er die Bude. Da hat sich der Wechsel gelohnt. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Jetzt wird's gefährlich. Könnte die Führung werden. Keine schlechte Chance hier bei diesem Kopfball, aber die Abwehr ist natürlich da. Ja, da wird's eng. Sie sind da. Und dann kannst du den kaum besser machen. Ballinha. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Jetzt der Schuss. Das ist die Führung. Sie machen hier tatsächlich noch das Tor. Unglaublich. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Super dieses Zuspiel. Und jetzt könnten sie die Führung hier verlieren. Es gibt den Elfer, völlig zu Recht. Er gibt den Elfer, aber keine Karte. Ja, das sieht man selten. Pfosten. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. Sie bringen den hohen Ball. Sie haben den Ball. Das ist der Schlusspfiff. Das war's für heute. Die Gastgeber müssen hier also eine Niederlage hinnehmen. Sie verlieren hier also ganz knapp. Und die Frage ist, welche Schlüsse sie daraus ziehen. So, da bin ich wieder. Entschuldigung, ich hatte gerade noch einen Anruf bekommen und wollte es jetzt einfach mal hier weiterlaufen lassen. Wir haben 2:1 verloren und nur einen Elfmeter verschossen, was bitter ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Das mit dem Elfmeter war echt ärgerlich. So, sind wir jetzt rausgeflogen? Millionen. Wir sind wirklich rausgeflogen. Wahrscheinlich nur deshalb. Das ist sehr ärgerlich. Wir schauen uns das jetzt gleich mal an. Und dann simulieren wir mal weiter bis zur Liga. Jetzt verhandeln wir hier erstmal wieder. Akzeptieren. 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 So, dann haben wir das nämlich auch schon mal. Ah, das wollte ich jetzt gar nicht schauen, noch nicht schauen. Sieht man jetzt das Vorbereitungsturnier hier eigentlich nicht mehr? Normal schon, ne? Oder? Ah doch, da war es ja. Ja. Aber auch wenn wir unentschieden gespielt hätten, wären wir nicht mehr weitergekommen. Hätten wir nämlich auch 5 Punkte, aber. Obwohl, da hätten wir. Ja, gegen Osasuna haben wir auch. Ich weiß gar nicht, wie es dann gewesen wäre. Auf jeden Fall bitter. Aber naja, was soll's. Dann würde ich sagen. Gehen wir jetzt mal weiter.
Das lehnen wir ab. Da verhandeln wir. Ja, es dauert ja jetzt immer ein bisschen. Ich hatte mir eigentlich auch überlegt, das einfach alles rauszuschneiden, aber ich will ja eigentlich, dass ihr alles mitbekommt, was hier so abgeht. Ist halt eben blöd jetzt, dass die PlayStation da überhitzt war. Das war jetzt wirklich blöd gelaufen. Dann kommt noch ein dämlicher Anruf rein. Ich noch abwürgen musste. War auch nichts Wichtiges. Nur unnötig Reklame wieder. Ich hasse so Anrufe. So. Das Schlimme ist, dass jetzt alle zwei Dinger hier wieder irgendwas aufploppen. Allerbestens Stankovic ausgeliehen. So, wir wollten jetzt noch einmal schnell schauen. Wo sind sie? Ah, da ist Benzibaini. Versuchen wir es mal wieder. Spielertausch. Ah, jetzt haben wir aber keinen mehr, ne? Egal, wir bieten jetzt einfach mal, wie viel haben wir? 30 Millionen. Da bieten wir einfach mal 28 an. Oder 27. Oder 25 Millionen. Oh, die mal mit ihren 37. Die sind hartnäckig. Ah, der Taro ist sowieso schon viel zu viel wert. Ja, man kann es ja versuchen. Nein, es reicht noch nicht. Vielleicht in der Winterpause. Das ist echt ärgerlich. Aber wie gesagt, unser Kader ist, denke ich mal, auch soweit stark. Transferangebot für Pausen. Ablehnen. Interesse an Eckstein. Das wäre da prima. Ah, noch wollen wir nicht so. Seric ist ausgeliehen. Die Spieler, die ich will, die kann ich mir nicht leisten. Das ist sau ärgerlich. Müssen wir echt noch vielleicht noch eine Saison warten. Und dann werden auch meine Leute alle alt. Und da müssen wir da auch wieder schauen. Scouting-Abschlussbericht zu Zirkse. 21 Millionen schon wert. Wie stark ist er? 77? Na, könnte man echt drüber nachdenken. 26 Millionen.
Ich hasse diese utopischen Transferspreise. Vor allen Dingen kommt jetzt immer wieder die Angebote. Oh, Mitrovic will auch einer. Oh, 27,9 Millionen AC Mailand. Und Mitrovic? Osasuna will ihn. Für 22 Millionen. Hab doch abgelehnt, ja. Jetzt will der sich wieder erkundigen. Ja, das mit dem Vorbereitungsturnier hat mich auch geärgert. Hätten wir echt noch Unentschieden spielen können. Vielleicht hätten wir es dann echt geschafft gehabt. Ja, wir schauen jetzt erstmal hier wieder rein. Monatlichen Jugendbericht, Interesse an Benzema bei Ihnen. Ja, Barcelona natürlich. Wollen die mich verarschen? Wenn die jetzt für 29,8 verkaufen, dann hasse ich sie. Müssen wir wirklich da Zaro kaufen nächstes Mal. Hey, was ich meine. Wieder alles im Griff. Oh. So. Ja, was willst du groß verhandeln, wenn du nicht genug Geld hast? Oh, es ist umgesprungen. Es geht wohl zur Bundesliga. Wir haben ein anderes Farbmuster. Es wird spannend. Ah ja, da ist es ja schon. Gott sei Dank. Und wir spielen zuerst gegen Mainz. So, Leihangebot, Interesse für Trimmitsch, monatliches Scouting-Update, Interesse an Baumgartner, Southampton. Angebot für Trimmitsch zurückgezogen. Haben wir den auf der Liste stehen, Lenz? Nein. Dann lehnen wir ab. Lehnen wir mal großzügig ab. Teamzentrale. Wir schauen jetzt mal nur noch, wie heißt es, ob wir auch alle verlängert haben. Ach, es sind noch 5 Jahre und 11 Monate. Wir hatten den verlängert. Hat er sich selbst den Vertrag verlängert? Verdammt, zu schnell gedrückt. So, der möchte direkt schon wieder spielen. Er ist in letzter Zeit gut drauf. Wisst ihr, die Saison ist gerade erst los. Interesse am Passler. Okay, nicht schlimm. Na, würde ich sagen, geht es in der nächsten Folge mit dem ersten Spieltag weiter. Oh, Brand für 100 Millionen. Upamecano, Dembele. Ja, da passieren wieder Dinger, hä? Da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.